Herzlich willkommen zu diesem runden Tisch. Queen Elizabeth II., sie hat Halt und Stabilität gegeben und das über 70 Jahre. Wir wollen hier am runden Tisch darüber reden, ob sich die Monarchie jetzt wandeln könnte. Der neue König Charles III. Hat heute Abend seine erste Ansprache an sein Volk gerichtet. Es war eine Rede mit großem Dank an seine verstorbene Mutter und viel Zuversicht an das britische Volk. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind. Melanie Sully, britische Politologin, herzlich willkommen. Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien und jahrelanger Botschafter für Österreich in London. Und Jürgen Janger, Ökonom und der stellvertretende Direktor des WIFO. Herr Botschafter, ich möchte mit Ihnen anfangen. Sie waren lange Botschafter in London. Wie oft haben Sie persönlich die Queen treffen können? Ja, es ist erstaunlich, wie eng der Kontakt einem europäischen Botschafter mit der Königin ist. Sie betrachtet jeden ihrer Botschafter als ihren Vertreter und Botschafter aus einem anderen Land. Ich habe sie sicher an die 30 Mal getroffen und sie hat sich, ich kann Sie sagen, ich hatte eine sehr schwere Krankheit in der Zeit, als ich Botschafter war. Und sie hat sich reizend gekümmert, hat sich immer wieder erkundigt. Ich war bei einem dieser Gartenfeste und dann kam sie, ich bin im Rollstuhl reingeführt worden und sie kam zu mir. Und ich musste natürlich zunächst lachen, weil sie war im Stehen etwas kleiner als ich im Rollstuhl. Aber das war nicht das Thema. Aber sie hat wirklich sich immer darum gekümmert. Und bis zum Schluss, ich bin dann, habe mich dann verabschiedet von ihr und von Prinz Philipp, als ich nach Moskau gegangen bin als Botschafter. Und da hat, ich habe ihr gesagt, ja, ich freue mich auf die neue Aufgabe. Da hat sie mich so ein bisschen ironisch angeschaut. Sie hat nichts gesagt, aber der Prinz Philipp hat zu meiner Gattin gesagt, make sure you wear warm underwear. Also zieh dich warm an, bitte, für Moskau. Und das wurde nicht wegen dem Wetter gesagt, sondern eher aus politischen Gründen, nehme ich an. Das heißt, genau. Der Philipps Humor war ja bekannt. Ja. Ich möchte auch jetzt dazu sagen für unsere Zuseherinnen und Zuseher, es geht Ihnen viel besser. Sie brauchen keinen Rollstuhl, Sie sind wieder fit. Ja, Frau Sully, Sie haben ja sehr genau immer auch die Königin beobachtet und auch immer wieder bei uns analysiert im Studio. Jetzt hat so viel schon in den letzten 24 Stunden ist geredet worden. Sehr viel Gutes, sehr viel Würdevolles. Aber ganz konkret, niemand macht keine Fehler. Was ist denn nicht so toll, nicht so fehlerlos gelaufen in der Regentschaft der Queen? Ich glaube, was ich mich erinnern kann, in den 60er Jahren war eine Tragödie, nicht sehr weit von meiner Heimatstadt in South Wales, ein Bergarbeiterdorf. Und Schulkinder in meinem Alter, viele sind ums Leben gekommen wegen einer Tragödie. Und die Königin ist einfach nicht gekommen. Das hat man erwartet. Und Prinz Philipp ist gekommen. Und wenn man eigentlich Netflix oder The Crown gesehen hat, man weiß, dass er hat auch nicht geschätzt, dass sie nicht gekommen ist. War das ein bisschen auch die Aufwärmrunde oder quasi denselben Fehler hat sie dann wieder gemacht vor 25 Jahren, als Prinzessin Diana verunglückt ist? Und das waren so zwei Anlässe, wo sie keine Emotion wirklich oder richtige Emotion gezeigt hat. Aber in anderen Fällen zum Beispiel, vielleicht das war ein Missverständnis unter der Bevölkerung von Amt der Monarchie, beispielsweise als Boris Johnson die Zwangspause des Parlaments angekündigt hat, kurz vor dem Austritt aus der EU. Viele Leute haben gefragt, ja, was macht dann die Königin? Was macht eine Monarchie? Kann sie das nicht verhindern? Weil man immer betont, dass die Monarchin neutral sich heraushalten soll. Wobei sie dann ja nicht wirklich neutral war beim Thema Austritt Brexit. Bei dieser Rede hat sie ein blaues Kostüm angehabt mit einem Hut, mit gelben Blumen. Das wurde interpretiert, dass sie eigentlich den Abschied aus Europa selbst nicht so wertschätzt. Ja, aber damals konnte sie diese Zwangspause nicht verhindern. Und das war vielleicht eine leise Kritik in dem Fall. Stichwort Brexit. Der Brexit hat das Königreich, das Vereinigte Königreich, schon in eine wirtschaftliche Turbulenz gebracht. Wenn man jetzt die wirtschaftliche Situation Großbritanniens nimmt und jetzt das Absterben, also das Versterben der Königin, ist das etwas, was dann jetzt vielleicht noch mehr sich ein bisschen auf das Land legen könnte? Depressive Stimmung, das schlägt sich vielleicht auch auf die Wirtschaft um. Wie sehen Sie das als Ökonom?
Also ich würde sagen, dass Brexit jedenfalls eine sehr negative ökonomische Entscheidung gewesen ist. Mit und ohne den Wechsel an der Spitze des Königshauses. Es ist aber ganz sicher so, dass Königin Elisabeth eine Stütze wahrscheinlich war, eine emotionale Stütze für die Leute und so ein bisschen vielleicht schon dazu beigetragen hat, dass das Land gefasster durch diese Krise geht. Und man wird sehen, wie König Karl, King Charles III., ob der das schafft, jetzt auch diese Gelassenheit, diese Gefasstheit auch auf das Land zu übertragen. Aber das braucht auch die Wirtschaft, Ihrer Einschätzung nach. Wie groß ist der Wert der Marke Elisabeth II., der Queen? Wird der jetzt vielleicht sogar noch steigen? Ich meine, es wird ja weiter alles mögliche Bilder, alles mögliche geben. Und wird es auch vielleicht die Marke der Royals, werden die jetzt auch momentan mal eher hinaufgehen? Wie schätzen Sie das ein? Also der Tod der Königin wird sicher dazu führen, dass wir einen Anstieg in der Marke sehen werden. Aber ich glaube, dann wird sehr schnell davon abhängen, welche Aktionen Charles setzt, wie er dieses Bild weiter betreibt sozusagen. Und da würde ich mich nicht allzu viel vorherzusagen trauen für die Zukunft. Wir wollen auch nicht hell sehen, aber trotzdem interessiert mich an die Runde, an Sie alle drei. Jetzt ist diese Monarchie da, sie ist nicht ganz unumstritten. Könnte es sein, dass da jetzt schon Kräfte im Land auch diesen Seize the Moment, diesen Moment nützen, um zu sagen, so und jetzt schauen wir, dass wir das ein bisschen ins Wanken bringen? Ja, es ist zu erwarten. Es gibt so eine relativ radikale Gruppe, die immer das in Frage gestellt hat. Es ist aber die Monarchie unzerstörbar aus meiner Sicht. Das hat nicht nur ökonomische Gründe, sondern es hat mit der Identität dieses Vereinigten Königreiches zu tun. Und das ist ja genau das Problem. Wenn es Charles nicht gelingt, auch für diese Marke Vereinigtes Königreich zu stehen, inklusive Commonwealth, dann ist natürlich der Bestand dieses Reiches nicht mehr gegeben, weil das ja in Wirklichkeit eine für die Briten eine Zeitenwende ist. Hier ist jemand, der 70 Jahre trotz dieses Untergangs des Weltreiches, trotz des Verlustes der Kolonien, trotz der wirtschaftlichen Probleme, fürchterliche Infrastruktur in vielen Teilen von Großbritannien, trotzdem für dieses gemeinsame stand. Und jetzt ist sie tot und man wird sehen, ob es möglich ist, diese Gemeinsamkeit herzustellen. Was sagt die Britin? Hat der ehemalige britische Botschafter recht, ja, mit seiner Meinung? Hat er recht, aber trotzdem möchte ich was sagen. Und ich denke, da nicht so überzeugt, was die Zukunft der Monarchie betrifft. Vor allem, weil man die Umfragen anschaut, dass es die jüngere Generation, der mehr skeptisch ist. Und das ist für die Zukunft natürlich nicht sehr positiv. Die ältere Generation haben sicherlich diese Erinnerung von Eltern, die über den Zweiten Weltkrieg etc. und diese Geist im Krieg. Aber wir leben in anderen Zeiten und die jungen Leute sind nicht so bereit, sich zu opfern für irgendwas. Und auch in Schottland ist die Zustimmung für die Monarchie auch nicht so groß wie im ganzen Land. Also hier glaube ich, dass Charles sehr hart arbeiten muss und vielleicht einen neuen Stil. Muss er auch vielleicht an den Umfragen arbeiten, an den Werten, weil Camilla, die ja von Lady Diana, der Rottweiler, genannt wurde, die hat extrem dazugewonnen in den Umfragen, ist sehr beliebt. Er ist momentan nicht so beliebt wie Sie. Wie schätzen Sie das ein? Was müsste er denn tun, zum Beispiel, dass da ein Booster ist, dass seine Beliebtheit steigt? Also ich glaube, das Wichtigste wäre, dass er keine Fehltritte begeht und genauso ruhig und gefasst seinen Alltagsjob erledigt, wie das Queen Elizabeth gemacht hat. Ich glaube, wenn er das schafft, ist das gut. Ansonsten, ich glaube, mit ein paar Fehltritten kann das schnell bergab gehen. Gerade in einer Situation, in der... Was wäre so ein Fehltritt? Stichwort ökonomische Ungleichheit, darunter leidet England besonders. Und die Bevölkerung, gerade die Jungen, wie Sie sagen, haben dann wenig Verständnis, wenn sozusagen hier auf Saus und Braus gelebt wird. Und man sich aber zum Beispiel, Stichwort, was passiert ist, emotionale Fehltritte und so weiter. Ja, ich muss ja sagen, die Firma
das ist ja eine Firma, die königliche Familie, die ist immer sehr professionell. Also die wird schon versuchen, das zu managen. Aber wenn man sich anschaut, die letzten Könige, die haben ja auch ohne politisch was zu sagen, auch immer trotzdem eine Richtung vorgegeben. Und der Vorgänger von der Queen Elizabeth hat immer ein bisschen nach links geschaut. Die Queen Elizabeth hat eigentlich immer ein bisschen nach rechts geschaut. Und es ist zu erwarten, dass der König Karl nach links wieder schauen wird. Und das hängt auch mit der ökonomischen Situation jetzt zusammen. Und das kann man auch erwarten. Ob das eine Veränderung dann in der Rolle der Monarchie spielen wird, kann ich nicht sagen. Das heißt, für Liz Truss, die eine Konservative ist, ist das dann eher schwierig, wenn Sie meinen, der auch manchmal ein bisschen grün angehauchte Prinz Charles könnte als König auch in Richtung eher mehr Sozialdemokraten kommen? Naja, er wird es in seinem Kernbereich Ökologie und naturnaher Landbau sicher machen. Und er wird es aber auch politisch machen, weil natürlich das gespaltene Land jetzt verhindern muss, dass es zu Streiks kommt. Die Ungleichheit darf nicht zunehmen. Da kann er eigentlich nur ein bisschen nach links schauen. Aber erwarten Sie da nicht zu viel von ihm? Weil ich meine, wenn man die Rede von heute sich angehört hat, heute Abend, da war doch eher stark der Eindruck, er wird sich sehr zurücknehmen, er wird keine politischen quasi Statements abgeben, die ihn in die eine oder andere Richtung festnageln lassen. Also er wäre schlecht beraten, wenn er jetzt in der Trauerperiode große Ansagen macht. Das ist nicht die Zeit dafür. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass er sagt, ich muss ja meinen eigenen Stil als König entwickeln und der muss sich ja unterscheiden. Aber ich glaube, diese Themen werden geschätzt von der Bevölkerung. Das heißt, also Monarch und Bevölkerung werden in Tandem sein. Weil jeder weiß, aus diesem Sommer, den wir gehabt haben in Großbritannien, dass Klimawandel ein großes Thema ist und wir müssen irgendwas tun. Es ist nicht wirklich politisch, es ist eine Überlebensfrage. Und wenn die Regierung weiß das auch, glaube ich. Also diese Themen sind nicht, wie er vor 30, 40 Jahren angesprochen hat. Dann wurde er ein bisschen so exzentrisch gesehen. Er ist jetzt im Mainstream. Jetzt gibt es einen neuen König, es gibt eine neue Ministerpräsidentin, es gibt einen Konflikt in Europa. Großbritannien steht da ganz nahe an der Seite von den USA. Wird dieser Kurs Ihrer Einschätzung nach so bleiben oder könnte sich da auch etwas ändern? Naja, die Grundlage wird gleich bleiben, so wie sie jetzt ist. Das ist auch Teil der britischen Selbstverständnis, dass man hier für die Freiheit einsteht, dass man gegen das, was Putin und in Russland passiert, auftritt. Da hat man auch die Bevölkerung hinter sich. Das ist nicht ganz so wie am Kontinent, wo wir Probleme haben damit zunehmend. Und das trotz der offensichtlichen wirtschaftlichen Nachteile, dieser kurz hat. Das wird sich nichts ändern. Aber ob es ganz so eng mit den Vereinigten Staaten bleiben wird, da frage ich mich, weil die Popularität, die das Königshaus in Amerika in der Öffentlichkeit hat, ist sehr mit der Queen Elizabeth verbunden gewesen. Ob er sich das, diese Marke so ohne weiteres übernehmen kann, weiß ich nicht. Und auch dieser ökologisch grüne Kurs deutet eher darauf hin, dass er mit Europa mehr machen wird als mit den USA. Aber es ist eigentlich nur eine Spekulation jetzt. Ja, Stichwort Zusammenhalt, das bringt mich zum Commonwealth. Barbados ist bereits ausgetreten, Australien überlegt. Wir haben das auch gerade in der ZIP 2 gehört. Marie-Claire Zimmermann hat das auch den ehemaligen Botschafter von Großbritannien in Wien gefragt. Wie wird das sein? Wird das eben Ihre Einschätzung sehr wohl auch Thema, dass da versucht wird, dass das eine oder andere Land abspringt, vielleicht afrikanische Länder dazukommen wollen, wie zuletzt Ruanda und Namibia? Ich glaube, es wird eine Debatte darüber stattfinden, vielleicht in Australien oder Kanada und sicherlich in der Karibik. Und im Gegensatz zu einer Debatte in Kanada oder Australien, glaube ich, ist heikler. In der Karibik, weil das eher mit der Kolonialvergangenheit verbunden ist und Behauptungen über Ausbeutung und sie wollen Entschädigung. Sie wollen eigentlich, dass die britische Monarchie sich letztendlich entschuldigt für diese Zeit. Und man hat bemerkt, dass Prinz William in der Karibik war vor kurzem, da war sehr unglückliche Fotos von er so im kolonialen Pose, dass er das
darf nicht passieren. Man muss mehr Demut zeigen und irgendwie bereit sein zu sagen, ja, wir sind wirklich, wir entschuldigen uns, aber das könnte natürlich zu einer Entschädigung führen. Das könnte er aber, Staatsvertreter, eventuell ja machen. Das wäre das könnte er machen und das wird er auch machen, aber hier ist ja die Regierung wichtiger. Und wenn man an Boris Johnson noch einmal erinnern kann, der war ja genau in dieser Tradition des Jingoismus, des Imperialismus, des Kolonialismus. Er konnte nicht ganz, wie er wollte, aber man hat schon den Eindruck gehabt, das hat ihm ganz gut gefallen. Und so wird es nicht gehen. So wird es, glaube ich, jetzt in Zukunft nicht mehr gehen. Da muss ein gleichberechtigteres Verhältnis her, sonst gibt es da keine Zukunft. Sonst fällt das auf. Ich habe heute im Economist den ersten Kommentar zum Tod der Königin gelesen. Da steht drinnen, wir müssen zur Kenntnis nehmen, wir sind ab nun nur mehr eine regionale Macht im Nordatlantik. Das ist aber schon sehr pessimistisch, oder? Aber es ist sehr hart, aber es ist wahr. Weil Sie zuerst auch von der Marke gesprochen haben, die einen Wert hat, und Sie haben es schon zuerst anklingen lassen, das Königshaus braucht ja enorme Summen, das ist Steuergeld. Jetzt kommt eine Energiekrise in den kommenden Monaten, das heißt, die ist schon da, aber der Winter wird hart für ganz Europa. Könnte da auch so ein Bandwagon-Effekt entstehen, dass da das Königshaus mit den Ausgaben gebeten wird, auch, hallo, ihr müsst auch mal einsparen? Das wird immer wieder diskutiert, die Ausgaben für das Königshaus, natürlich gerade... Wissen Sie die zufällig? Ich weiß die gar nicht. Nein, auswendig weiß ich es nicht, aber es liegt in den Milliarden, würde ich sagen. Ja. Eine genaue Zahl kenne ich nicht. Aber das ist natürlich immer genau dann Thema, wenn die Monarchie unter Beschuss steht und wenn externe Krisen zusammenkommen, wie eben jetzt gerade die Energiekrise. Also auch deshalb glaube ich, dass King Charles am Anfang wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig agieren muss, weil hier jeder Fehltritt, glaube ich, in die eine oder in die andere Richtung kann sehr schnell vielleicht ein bisschen an einem Kartenhaus rütteln, um es vielleicht einmal so zu formulieren. Waren Sie drei eigentlich überrascht, dass er gestern zum Charles III. Sich hat machen, also gesagt hat, ja, ich bin Charles III., ich bin der König. Hat jemand von Ihnen dreien vielleicht auch überlegt, dass er verzichtet und seinen Sohn vorlässt? Nein, er hätte, glaube ich, einen anderen Namen sogar annehmen können, aber dass er verzichtet. Also verzichten hat niemand gedacht. Nein. Und warum hat er diesen Namen, glauben Sie, angenommen? Weil Charles I. ist enthauptet worden. Der Zweite ist gestorben an einem sehr unangenehmen, heute würde man das behandeln können, Harnwegsinfekt, an einer Nierenbeck. Und wissen Sie, welche zwei Nachkommen davon heute eine Rolle spielen? Eine der Nachkommen war die Lady Diana von dem Charles II. Und die andere ist Camilla. Beide sind Nachkommen sozusagen aus dieser Mätressenzeit von Karl II. Aber es hat ihn offenbar nicht gestört. Gewusst hat er sicher, weil... Vielleicht war das auch mit der Grund, dass er sich gedacht hat, mit den beiden quasi Damen war er enger. Jetzt will er erst recht Charles III. Heißen. Ja, na, ich glaube schon, dass sowas passiert nicht zufällig. Das wird genau überlegt vorher. Und das ist natürlich schon lang vorher überlegt worden. Wenn wir jetzt noch einmal drauf schauen, was das Land auch am Booster brauchen könnte, da fällt mir jetzt auch noch die Frage ein, Camilla, wir haben es schon angesprochen, die ist sehr beliebt. Welche Rolle wird sie jetzt haben und kann die vielleicht auch für die Frauen in Großbritannien in irgendeiner Weise ein positives Vorbild sein und auch vielleicht die Stimmung heben? Ja, sie wird sich bemühen darum. Sie hat es in den letzten Jahren eigentlich schon sehr, sehr positiv entwickelt. Ich durfte sie auch kennenlernen und von ihr auch einen sehr sympathischen, offenen Eindruck, wie sie auf Menschen zugeht. Aber das eigentliche Bild, das man als Frau in Großbritannien mit dem Haus verbindet, ist ja jetzt Kate, ist die Frau von William. Und da wird sie eine Rolle spielen. Die ist jetzt auch Princess of Wales, glaube ich, ist der offizielle Titel und gleichzeitig auch Cornwall, also und gleichzeitig etwas Schottisches auch. Die Tradition spielt ja da eine Riesenrolle. Also es wird eher Kate dann eine zunehmend große Rolle spielen für das Image und für die Marke. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wird Charles III. Es so machen wie seine Mutter, bis zu seinem Lebensende König sein? Oder kann es sein, dass er vorher abdanken wird? Also ich glaube, so wenn man zwischen den Zeilen der Rede, die er heute gehalten hat, man hat den Eindruck, er würde fast so wie seine Mutter sagen, ich bleibe, solange Gott mich schützt, bis zum Lebensende, und ich werde genauso loyal diese Aufgabe
auch wenn es unangenehm ist, versuchen, so mein Bestes zu tun. Ich habe nicht den Eindruck, dass er darauf verzichtet. Das wird ein sehr kompliziertes Verfahren sein. Mit dem Commonwealth braucht man auch eine Zustimmung. Also ich glaube... Das heißt, Prinz William und Katie, die sind nicht so very amused. Die müssen warten. Also ein Papstschicksal wird es nicht sein, dass er überraschenderweise früher abtritt. Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Eine Situation ist gefährlich, das ist die Zusammenhalt des Vereinigten Königreiches. Wenn in Schottland doch ein zweites Referendum stattfindet und das für die Unabhängigkeit ausgeht, wenn in Nordirland, wie sich anzeigt, eine Mehrheit für die Vereinigung mit Irland auftritt und vielleicht sogar in Wales neue Diskussionen entstehen, dann ist es für ihn sehr unangenehm. Aber ist das nicht eigentlich in Zeiten wie diesen ein relativ realistisches Szenario, zumindest was Schottland betrifft? Also 2014 gab es ein Referendum über die Unabhängigkeit. Sie haben sich entschieden, so dabei zu bleiben. Knapp. Und damals war die Debatte, wollen wir dann ein Staatsoberhaupt so in London? Sie haben damals gesagt, ja. Natürlich, viele Jahre sind passiert. Sind vergangen und vieles ist passiert. Und man kann nicht wirklich wissen, wie falsch ist ein neues Referendum, der anerkannt ist von London, wie diese Debatte dann ausgeführt wird. Denn es wird von Charles auch abhängig sein, ob sie wirklich sagen, nein, also wir werden, falls wir unsere Unabhängigkeit haben, eine Republik sein. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Thema in Schottland. Also durch Brexit hat sich alles geändert. Mhm. Ich sehe jedes moralische Recht für Schottland, noch einmal eine Abstimmung zu machen. Und durch den Brexit kann es durchaus einen Wandel geben zu einer Mehrheit für die Unabhängigkeit. Aber ob sie dann König Charles akzeptieren, ja, das ist offen. Jetzt ist es nicht so, aber es könnte ja theoretisch so sein, wenn King Charles III. Sie fragen würde, was er ökonomisch auch der Ministerpräsidentin off the records, weil offiziell darf er ja nicht anraten sollte, zwei Punkte, was würden Sie ihm sagen? Ich glaube, ein riesiges Problem in England ist die regionale Gespaltenheit, die ökonomische Gespaltenheit. London, der Süden, profitiert extrem, wächst. Im Norden hingegen gibt es viel weniger Beschäftigung, Wachstum, Jobs. Die entwickeln sich völlig auseinander. Da muss man was machen. Und ich glaube, das erfordert eine aktive Industriepolitik, eine aktive Innovationspolitik. Und das wäre das Zweite eigentlich. Vielleicht ein bisschen was empfehlen, was wir hier in Österreich gemacht haben. Wir waren vor 20 Jahren von den Forschungsausgaben her auf dem gleichen Level wie England, relativ zu unserer Wirtschaftsgröße natürlich. Und seither, in den 20 Jahren danach, haben wir uns verdoppelt. Mhm. Und England ist auf dem gleichen Niveau stehen geblieben. Und da haben die Engländer ein massives Problem. Das müssen sie angehen. Das ist ganz wichtig für die langfristige Entwicklung und entsprechend auch für die Monarchie. Aber das muss die Regierung natürlich angehen. Genau. Da kann der König hier nur. Aber einmal in der Woche, das wird die Tradition beibehalten, dass einmal in der Woche die Ministerpräsidentin in dem Fall jetzt eine Audienz beim König haben wird. Es hat auch schon das erste Treffen, glaube ich, heute stattgefunden. Und das wird wöchentlich durchgeführt. Ich nehme an, jetzt wieder in Präsenz. Es war eine Zeit lang nur über Zoom, was der Königin offenbar ganz gut gefallen hat, wie man hört. Und das ist auch wichtig. Und ich habe den Eindruck, wir sind alle nicht dabei und es dringt auch wenig nach außen, dass doch inhaltlich tatsächlich Dinge besprochen werden. Was müsste man dann da noch besprechen auf politischer Ebene? Also mir fiel jetzt mal ein Thema, nicht Brexit, sondern Thema Corona. Ist nicht einfach die Situation des britischen Gesundheitswesens eine, die man dringend modernisieren natürlich müsste? Natürlich, das nationale Gesundheitssystem, auf die Briten so stolz sind, dass irgendwie kracht an allen Ecken und Enden. Es fehlt das Personal, die Spitäler sind nicht gut ausgestattet. Boris Johnson hat 40 neue Spitäler, glaube ich, versprochen. Davon sind, glaube ich, erst 4 gebaut worden. Also da ist wirklich viel zu tun. Und das kann natürlich auch ein König darauf hinweisen, weil das ist etwas, was für die gesamte Bevölkerung einfach wichtig und greifbar ist. Wohin wird er als erstes reisen? Was sagen Sie? Wo wird er mit Camilla wo wird die erste Reise hingehen? In welches Commonwealth-Land? Vielleicht Kanada. Okay. Das war natürlich ein Land, das Queen Elizabeth geliebt hat. Das hat man gehört in der Rede von Trudeau. Sie hat auch seinen Vater kennengelernt. Also vielleicht Kanada, aber das ist schwer. Sie meinen auch Kanada?
Australien? Kann darüber nur spekulieren. Also. Ich glaube, die Vereinigten Staaten von Amerika wird das machen. Okay, da muss ich jetzt kurz auf so auf Gossip-Journalismus machen. Wird er dort hinfahren, um in Los Angeles seinem Sohn zu sagen, ist schon gut, ich weiß, ihr fühlt euch da wohl, aber now it's time to come home? Na, hat er schon hat das heute anders er hat heute, gesagt. Heute ja. hat er schon sehr positiv in Richtung von Harry und auch Meghan argumentiert. Und das ist ja auch vernünftig. Er muss jetzt in der Familie Ruhe herstellen. Aber das könnte ja nur ein Entgegenkommen gewesen sein, um dann zu sagen, and now it's really time to come home. Ich weiß nicht. Er muss ja einen anderen Stil als seine Mutter pflegen. Und das ist ein guter Ansatzpunkt, wo er es machen könnte. Er sagt, ja, es ist eine neue Zeit. Ihr macht einen guten Job für euch. Ihr kümmert euch um euer eigenes Leben. Kann er sich selbst ersparen, sich zu modernisieren, wenn ein Teil der Familie sich modernisieren lässt? Jetzt ist in Großbritannien die Boulevardpresse sehr mächtig, sehr stark nach wie vor. Was werden diese Redaktionen jetzt machen in den nächsten Stunden und Tagen? Schauen die sich jetzt all diese auch teilweise esoterisch angehauchten Auftritte von früher an, dieses very, also sehr grünseiende, werden die da sehr viel davon nochmal analysieren, herzeigen? Oder ist die Presseabteilung des Königshauses jetzt schon bemüht, diese Geschichten aus der Vergangenheit jetzt einzufangen? Ich glaube nicht. Also jetzt wird eine richtig lange Zeit Patriotismus gespielt von den Boulevardmedien. Das ist auch erwartbar. Nach 70 Jahren stirbt die Königin. Da sind die Briten relativ pragmatisch. Sie müssen mich korrigieren. Ich habe den Eindruck, da sind sie pragmatisch. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Der Liz Truss hat man ganz kurz nur vorgeworfen, dass sie einmal gegen die Monarchie gewesen ist, als junge Lib Dem-Fanatikerin. Aber es spielt keine Rolle in der britischen Politik. Also diesen Pragmatismus hab ich immer eigentlich sehr bewundert. Ja, ich glaube, so, fast jeder war in der Schule und hat eine Debatte geführt, wer ist für die Monarchie, wer ist dagegen, wer ist für die Todesstrafe oder dagegen. Solche Debatten haben regelmäßig stattgefunden. Aber ich weiß es von Ihnen noch immer nicht, obwohl wir schon so oft miteinander gesprochen haben. Für oder gegen die Monarchie? Ja. Ja, ist keine Antwort. Ja, was? Ja, ja, was? Wenn es zeitgemäß werden könnte, wenn es bewiesen werden kann, dass es eine besondere Rolle. Ich bin kein glühender, fanatischer Fan von der Monarchie. Ich finde es ein bisschen mittelalterlich und die Alternativen meiner Republik und was man macht mit einem Präsidenten. Man muss also Präsident entweder direkt, indirekt wählen. Man hat dann einen Politiker. Ich frage mich, ob das wirklich eine Verbesserung ist. Das ist eine sehr Also es klingt ja nach Politikerin und nicht nach Politologin, was Sie jetzt gesagt haben. Ich habe es nicht verstanden. Für oder gegen die Monarchie? Weder noch. Ich glaube, wenn man eine Monarchie hat, man soll dabei bleiben. Wenn man eine Republik hat, man soll auch dabei bleiben. Ja, eher so Status quo, sehr konservativ. Eine Spekulation, die nicht stattfinden wird, aber weil er ja auch sehr manchmal ein bisschen revolutionär war, dass er sich selbst versuchen könnte abzuschaffen, das ist auszuschließen. Das ist wirklich auszuschließen. Also da ist er in einer Familie drinnen, die also alles andere symbolisiert als so einen radikalen Wandel. Nein. Ich glaube auch, die Monarchie hat Bestand in Großbritannien. Sie wird sich immer wieder weiterentwickeln müssen und es wird immer wieder Skandale geben. Die Frage ist, wird er ein bisschen versuchen, Politik zu machen? Meine Einschätzung ist ja, er wird es früher oder später machen. Dann wird er ein, zwei Mal an die Wand laufen, auch in den Boulevardmedien, aber auch bei der Regierung. In den nächsten halben Jahr? Im nächsten Jahr, würde ich sagen, muss man rechnen. Ich habe heute am frühen Abend noch mit Thomas Breziner telefoniert, dem bekannten Buchautor. Der ist gerade in London und er war beim Buckingham Palace und dort liegen natürlich unglaublich viele Briefe, Blumen, Liebeserklärungen, Herzlichkeiten, Dankbarkeitsbekundungen. Ist das etwas, was in der Form vielleicht jetzt das letzte Mal passiert im Vereinten Königreich? Ist das oder wird es das immer wieder geben, auch wenn... Ja, ich glaube, so seit Diana, die Briten sind emotionaler geworden und sie schämen sich nicht dafür, wie vielleicht in der Vergangenheit. Also das ist, sind menschlicher geworden. Sie sind menschlicher geworden, die Britinnen und Briten? Man dürfte das nicht zeigen.
Das war stiff upper lip. Ja, aber es ist immer noch eine Klassengesellschaft. Das ist unglaublich, wie geteilt dieses Land ist. Und wobei aber es ist eher die Arbeiter, die eigentlich mehr trauen. Ja, aber es sind die Arbeiter, die sehr patriotisch sind und gleichzeitig stolz sind, dass sie dazu gehören. Und da gibt es ja immer noch diesen aristokratischen Anteil, der politisch gar keine Rolle spielt. Und dann gibt es halt das, was Oxford und Cambridge hervorgebracht hat und Eton an der politischen Klasse. Und diese Teilung ist für das, was wir gesprochen haben, Innovation und Wirtschaft, eine tödliche Mixtur, fürchte ich. Aber das war jetzt eigentlich ein sehr kritischer Schlusspunkt. Da will ich von der einzigen Britin, die wir heute haben, jetzt noch einen kurzen positiven Ausblick. Wir sind nämlich schon am Ende unserer Sendezeit. Ja, ich glaube von der Rede, die heute gehalten wurde von Charles, das gibt Hoffnung, dass er diese Gratwanderung zwischen Kontinuität, innovativ, zwischen politischer Einmischung oder irgendwie Warnung und Beraten der Regierung, dass er das sehr gut macht. Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie heute am runden Tisch waren. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren. Das war für heute alles von uns. Vielen Dank für Ihr Interesse. Jetzt geht es hier weiter mit dem Universum History und der Dokumentation, wie ich es sehe. Das ist ein einzigartiges Zeitdokument, in dem die Queen voriges Jahr der BBC den Zugang zu hunderten privaten Heimvideos aus dem Könighaus gewährt hat. Bleiben Sie also dran und danke und auf Wiedersehen.